Liebe Kinder, wir haben für euch eine Kindergeschichte vorbereitet, die ihr jetzt hört. So, Kinder, wir haben euch eine Kindergeschichte für euch vorbereitet. So, das ist die Kindergeschichte von Georg Müller, Wächst Geld auf Bäumen. Wächst Geld auf Bäumen? Wurde Georg Müller eines Tages von einem Freund gefragt. Du gibst so viel davon aus. Vielleicht wächst es wirklich auf Bäumen. Georg lachte und kletterte auf einen Apfelbaum. In Deutschland gibt es zwar die besten Bäume der Welt, erklärte er, aber leider gibt es kein Geld auf ihnen. Trotzdem gab Georg auch weiterhin viel Geld aus. Er gab Geld aus, das ihm eigentlich nicht gehörte, für Dinge, die er eigentlich nicht brauchte. Schließlich stahl er Geld, um noch mehr Sachen zu kaufen. Er klaute sogar Geld aus dem Schreibtisch seines Vaters. Als Georgs Vater sein Geld zählte, bemerkte er, dass etwas fehlte. Er hatte Georg im Verdacht, es gestohlen zu haben und schaute in dessen Taschen nach. Aber diese waren leer. Er sagte ihm, er soll die Schuhe ausziehen. Tatsächlich, Georg hatte dort die Münzen versteckt. Sein Vater war sehr enttäuscht. Sein Sohn war ein Dieb. Georg tat es überhaupt nicht leid, was er gemacht hatte. Auch als er älter wurde, hörte er nicht auf zu stehlen. Er kam schließlich dafür ins Gefängnis. Als Georg das Gefängnis wieder verlassen hatte, sah er seine Schuld noch immer nicht ein. Ein bisschen. Kein bisschen. Wieder betrog und stahl er und lug sein Vater weiterhin an. Er nahm sogar seine Freunde in die Schule heimlich Geld weg. Einer von Georgs Freunden begann, in der Bibel zu lesen. Warum liest du dieses Buch? Und zu welchen Treffen gehst du immer? Fragte Georg, darf ich mitkommen? Die Menschen bei diesen Treffen waren sehr fröhlich und freundlich. Ich wäre gerne wie sie, dachte Georg. Ich wünsche mir immer Sachen, die ich habe. Deshalb stehle ich, um sie zu bekommen. Dann tue ich so, als würde ich mich großartig fühlen. Aber in Wirklichkeit fühle ich mich sehr schlecht dabei. Georg hörte zu, wie jemand betete. Dann bat er selbst Gott im Gebet, ihm seine Sünden zu vergeben. Und er nahm Jesus Christus als seinen Retter an. Georgs Leben war von diesem Zeitpunkt an völlig verändert. Georg ging nach England und lernte eine junge Frau namens Mary kennen. Die beiden verliebten sich ineinander. Sie willigten ein. Beide wollten zusammen für Gott arbeiten. Gott würde sie sorgen. Eines Tages hatten sie nichts mehr zu essen und auch kein Geld mehr. Genau diesen Tag fanden sie vor der Haustür Fleisch und Brot. Jemand hatte es dorthin gelegt. Gott hat es uns gegeben, rief Mama. Wir können ihm vertrauen, ich bin mir ganz sicher. Georg und Mary bezogen in ein Haus in Bristol. Aber bald breitete sich Cholera, eine schlimme Krankheit, in der Stadt aus. Viele Menschen starben daran. Auch die Krankheit vorüber war, kamen viele in die Kirche. Sie wollten mehr über Gott lernen. Deshalb nahm sich Georg extra Zeit, ihnen von Jesus erzählen. Georg brauchte viel Hilfe für diese Arbeit. Er musste, Gott wird uns Geld geben, was wir brauchen. Wir können ihm vertrauen. Ich weiß das. Georg hatte recht. Gott half ihm immer, auch wenn schlechte Zeiten kamen. Mary und Georg waren sehr bestürzt, als ihr kleiner Sohn als Baby starb. Sie wussten auch, dass es in Bristol viele Kinder gab, um die sich niemand kümmerte. Darum gründete Georg ein Waisenhaus. Einige Leute hielten ihn für verrückt. Woher willst du das Geld nehmen? Fragten sie. Gott wird mir helfen. Ich weiß, dass ich ihm vertrauen kann, sagte Georg. Georg hatte recht. Gott gab ihm alles, was er brauchte. Eine Frau schickte ihm Gabeln, eine andere eine Kanne, jemand anders brachte Möbel vorbei. Viele Leute spendeten Geld, Essen, Kleidung und Schuhe. Gott sorgte dafür, dass die Müllers genau das bekamen, was sie brauchten. Bald schon war das erste Waisenhaus fertig. Schnell wurde aber ein zweites, drittes Waisenhaus gebaut.
braucht. Woher sollte man das Geld dafür bekommen? Wir können Gott vertrauen, da bin ich mir ganz sicher, erklärte Georg. Wieder hatte Georg recht, Gott half immer. Als die Heizung im Winter kaputt ging, suchte die Handwerker nach der Ursache. Das konnte lange dauern und es war ein sehr kalter Winter. Vielleicht wären die Kinder vor Kälte krank geworden. Als die Handwerker mit der Reparatur anfingen, wurde das Klima außergewöhnlich mild, bis die Heizung wieder lief. Ein kleines Mädchen lief auf Georg zu und lachte. Ist das nicht wunderbar? Wir können Gott vertrauen. Ich weiß, dass wir das können. Eines Morgens sah Georg ein Waisenkind unter einem Apfelbaum. Dachte er, aber ich verhalte mich immer noch so, als würde es dort wachsen. Georg Müller erinnerte sich daran, wie er das Geld seines Vaters gestohlen hatte. Er war froh darüber, dass Gott ihm etwas gelehrt hatte. Gott hat ihm gelehrt, Jesus zu lieben und ihm in allem zu vertrauen. Es ist nicht leicht, sich um all diese Kinder zu kümmern. Aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott mir hilft. Da bin ich mir ganz sicher. So, aus dieser Geschichte können wir lernen. Ich sag Georg, wie frech der früher war. Aber danach, wie er sich verändert hat und dann auf Gott gehört hat, ihm vertraut hat und sogar für ihn gebetet hat. Auch, wo diese schwierigen Zeiten hat, hat er auf Gott vertraut und hat nicht gemurrt. So raus können wir lernen, dass wir, auch wenn wir einen bösen Charakter haben, dass Gott uns trotzdem in dieser Zeit jetzt verändern kann. Auch in dieser schwierigen Zeit, wo wir jetzt leben. So, mit diesen Worten wollen wir uns euch verabschieden und wünschen euch noch einen gesegneten Sabbat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.